Können Menschen mit einer psychischen Erkrankung in einer sozialpsychiatrischen Versorgung arbeiten? Was für eine Frage. Natürlich geht das. Das werdet ihr am 10.10. dann schon sehen. Was gibt's am 10.10.? Ein sozialpolitisches Hearing, das heißt Gewinn durch Ex-In. Aber was ist das überhaupt? Eine große Veranstaltung, in der viele Menschen erwartet werden, Menschen mit Psychiatrieerfahrung, Mitarbeitende aus Verwaltung und anderen Institutionen, aber insbesondere SozialpolitikerInnen, die eben Entscheidungen treffen, auch in Kiel. Und Ex-In heißt Experienced Involvement, zu Deutsch Erfahrungswissen. Menschen mit einer psychischen Erkrankung, zumindest mit einer schweren psychischen Erkrankung, sind oft am Rande der Gesellschaft, aus dem Arbeitsleben herausgerissen, eventuell weniger Kontakt zur Familie. Und Ex-In ist eine Möglichkeit, eine Ausbildung zu haben, wo die ganzen letzten Jahre mit einer psychischen Erkrankung auch noch einen eigenen Wert entwickeln, ein Teil der Gesellschaft zu werden, Arbeitsmarkt, soziale Teilhabe. Und genau dazu findet das sozialpolitische Hearing statt. Wir wollen Chancen, Möglichkeiten, Perspektiven entdecken. Es gibt Vorträge, es gibt Workshops und Infostände. Und hier im Ratssaal findet er statt. Wir freuen uns auf euch am 10.10. Bitte kommt reichlich und bringt viele Fragen mit.